So, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge, falls ihr die verpasst habt, schaut sie euch einfach mal an. Ja, und wir gehen jetzt erstmal gucken und sie gehen auf die Suche. Wir suchen immer noch Leslie. Wir haben hier den nervigen Doktor mit am Start, der uns ja wirklich, wirklich, wirklich sehr nervt. Aber es ist okay. So, wir haben dieses Haus erkundet und haben feststellen müssen, dass wir wahrscheinlich noch nicht überall drin waren, so wie ich es gerade sehe. Lassen wir uns doch mal kurz überraschen. Warte mal, hier waren wir doch vorhin, oder? Mal auf hier. Geht sie nicht noch weiter nach oben? Mal auf. Ich bin der Meinung, dass es eigentlich noch weiter höher gehen könnte. Tut's aber nicht. Okay. Dann sind wir völlig... Doktore. Dann sind wir völlig umsonst hier reingerannt. Und wir gehen jetzt in das Haus, wo Leslie sich verkrochen hat. Beziehungsweise, warte mal, wir waren jetzt in... Dem Haus waren wir schon, ne? Ja. Genau, hier waren die... Ja, genau. Und hier haben wir Leslie gesehen, wie er reingerannt ist. Da werden wir jetzt gucken, dass wir Leslie verfolgen. Hier war noch Munition, sehe ich gerade. Ja, die nehmen wir uns doch mal mit. Munition, Munition. Hier haben wir noch Streichhölzer, die wir nicht mitnehmen können. So, jetzt gehen wir ganz cocky-like nach unten in den Keller. Ah. Und schauen uns mal an, wo Monsieur Leslie hingerannt ist. Ja, nice. Wo ist denn er jetzt lang gelaufen? Meint ihr, er ist jetzt da lang gelaufen? Was ist denn da für ein Zimmer? Okay, komm, wir machen es jetzt mal leise auf. Kontrollpunkt. Ich hab schon mal gesagt, ich mag es nicht, wenn das Spiel automatisch zwischenspeichert. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Leslie, dem Himmel sei Dank. Dr. Jimenez ist da. Okay, wir haben Leslie gefunden. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Was kommt denn da schon wieder? Hier ist was. Beruhige dich! War der gerade unsichtbar? Ist es vorbei? Sind Sie noch da draußen? Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Wie kann denn... Kann nicht raus. Kann nicht raus. Wir müssen los, hier lang. Ja, beruhig dich, Junge. Kann nicht weg. Kann nicht weg. Wir müssen raus, hier lang. Leck mich doch, Alter. Ich guck jetzt erstmal hier mit den ganzen Stuff an, ey. Ich mag ja so eine Charaktere, die einfach dir... Die sollen ja einem helfen, ne? Um den Weg richtig zu finden und so. Aber wenn die so einen Stress machen... Geht mir halt auf den Sack. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh Gott. Das ist der Assassine. Ruvik. Tatsächlich. Leslie, wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Ja! Er ist natürlich kugelsicher. Als ob ich jetzt hier hinterhergehe. Also eigentlich müsste ich ja wahrscheinlich. Das ist zumindest... Was?
Doktor? Leslie? Jetzt bin ich alleine. Fuck. Also, einerseits... Ja... Einerseits ja gar nicht so verkehrt. Andererseits... What the fuck? Ich spiele so Evil Within, nicht Layers of Fear oder so ein Scheiß. Hallo? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Was geht hier vor? Wollt ihr was? Was ist denn hier verkehrt mit euch? Junge, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht mehr spielen. Ich möchte das nicht mehr. Guck mal, hey, kann ich das da eigentlich in Brand setzen? Nice. Kann ich sogar. Meinst du, das war jetzt so clever? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war auch nicht clever, dass ich das hier angeschossen habe. Ich glaube, das war... unnötig. Okay. Also, wir sind jetzt mit dem Doktor und Leslie eigentlich unterwegs gewesen. Dann haben wir einen Anfall bekommen. Warum auch immer. Genau. Haben wir einen Anfall bekommen und sind jetzt hier in irgendwelchen Katakomben gelandet. Ich würde jetzt fast behaupten, dass diese Katakomben, wo wir jetzt hier sind, eventuell wieder zum Krankenhaus gehören? Also... jetzt mal ganz blöd gesprochen. Den verbrennen wir erstmal aus Sicherheitsgründen. Weil ich vertraue ihm nicht. Vielleicht lässt er ja auch was fallen. Leider nein. So, wir haben hier ein, zwei Bomben. Was war das? Da haben wir eine Tür. Wir gucken jetzt mal, dass wir die Nagelbombe gerade so entschärft bekommen. Was ist das? Und werden wir von irgendwem beobachtet? Oder verfolgt, oder. Also wir haben jetzt einen Bolzen noch zusätzlich aufgenommen. Ich bin echt komplett... ...erfordert. Ich wusste, dass mich das irgendwie wegkitzelt. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir nutzen zum allerersten Mal unser Medikit. Nice. Volle Heilung. Und wir sind besoffen as hell. Und klar, so ein Armbrust einfach mal so sich hier so drinnen stecken zu haben. Es wäre schön, wenn du weiterlaufen könntest. Danke. Und danke. So, was passiert hier, wenn ich hier aufdrücke? Aha. Okay. Also hier sind wir dann auch in dem anderen Zimmer wieder. Okay. Also es gibt hier zwei Zugänge. Der eine Zugang ist von der Seite, der andere ist von der Seite. Hier haben wir noch Bömmchen. Die werden wir jetzt erstmal hier entschärfen. Ja.
Es wird immer knapper mit den Bomben. Es ist... Ich habe das Loch vorhin übrigens noch gesehen. Ich dachte mir, ja, du musst da springen. Was habe ich nicht gemacht? Ich bin nicht gesprungen. Der Klassiker. Warum ist hier entflammbares Material? Und warum zweimal? Ich wette mit dir, wenn ich jetzt diesen Schalter betätige, dass ich gleich brenne. Nope, nicht ganz. Ah, aber ich könnte den noch... Da drin. Was mache ich damit? Kann ich die mitnehmen? Also klar, der ist es. Egal. Egal. Wir gehen jetzt einfach zu dieser Tür, die wir da hinten gesehen haben. Egal. Einfach egal. Nimm jetzt hier noch die Kiste mit. Wo wir nichts finden. Egal. Hallo! Oh, Wiedersehen. So, wir rennen jetzt mal ein bisschen hier rein. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Schockbolzen, ein Sprengkopf für die Qualarmbrust, die getroffenen Gegner mit einem Stromschlag in Schach hält. Er kann am Boden, an Wänden und sogar an Gegnern platziert werden. Munition alle? Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Und das wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich springen. Nice. Ja, ja, lass mich mal hier hoch. Lass mich doch hier durch. Hier in Ruhe. Run, boy, run. A side is anything. Run, boy, run. Lass mich mal hochgehen. So, jetzt nochmal. Es ist ja gar nicht anstrengend. Eigentlich, muss ich mal ganz klar sagen, eigentlich gar nicht so schlecht gelöst. Ne? Also, ich renne den Gegner ins Bein schieße, fällt er? Was war das? Ach so, ja, Okay,
Also wir wissen jetzt, was auf uns zukommt. Was natürlich heißt, im Umkehrschluss, wir laden jetzt erstmal hier ein paar Waffen nach. So, bumsi-bums. Bums, da habe ich zu wenig Munition. Hier gehen wir jetzt nochmal ganz kurz in die Herstellung. So, wir stellen hier von jedem Bolzen Minimum 2-3 Stück. Sehr geil. Sehr geil. Was? Benötigte Bauteile 5? Ja, gut. 5 wäre... Na, das war jetzt unklug von mir, aber gut. Fünf Bauteile für die... Oh, jetzt sind wir genau bei 0. Für die. So, dann lass uns mal ganz kurz gucken, gibt's hier denn noch, hier haben wir noch die Glibber. Also eigentlich müssten wir es ja triggern, den Typen. Damit die Jungs und Mädels sich hier auf den Weg zu mir machen. Ja, und ja. So, wir triggern das Ganze, den ganzen Spaß jetzt hier. So, haben wir denn sonst noch welche? Hallo! Ja, du bist noch da. Ich spüre mich jetzt erstmal ganz in Ruhe hier. Ah, da bist du. Oma. Gute Nacht. Assassine schon nicht mehr so viel Handhabe drüber. Okay, also das haben wir einigermaßen ordentlich hinbekommen. Auch wenn der erste Durchlauf etwas complicated war. Aber ein bisschen komplizierter. Mal hier hoch. Okay. Gibt es denn hier noch andere Sachen? Kein Glibber. So, gehen wir jetzt mal hier kurz lang. Nice. Gehen ganz kurz nochmal hier rein. Sehen, dass wir hier hochkommen. Genau, jetzt haben wir nämlich hier wieder diesen wunderbaren Schockbolzen. Den haben wir gerade eben schon mal uns durchgelesen. Was war das? Oh Gott, das war die Bombe. Zum Glück ist sie nicht hochgegangen. Ich sag euch, das mit den Bomben, irgendwann werde ich es richtig böse verhauen. Das ist so geil, ich drücke auf die Leertaste und es macht nichts. Es macht einfach keinen Unterschied. Gut. Das haben wir alles. Lass uns mal ganz kurz gucken. Wir haben kaum noch Munition dafür. Wir haben da alles voll und hier alles voll. Schade. Was könnten wir denn jetzt noch? Okay, also das haben wir alles. Dann wechseln wir mal ganz kurz auf Revolver.
Der hat zwar nicht diese Durchschlagskraft, Durchschlagskraft wie eine... wie die Schrotflinte. Aber da war eindeutig... mehr Munition. Was? Warum? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das die Frage? Möchte ich da hinten hin, wo irgendeine Leiche liegt? Ich denke mal nicht. Ja, verschlossen. Oh Mann. Wie wäre es denn mal mit Handgranaten? Munition, die ich nicht aufnehmen kann. Die Tür kann ich nicht schließen. Da ist grünes Glibberzeug. Was bist du denn für ein hässliches Mistvieh? Ja, hier! Ja, klar, Freundchen. Wechseln. Ja, ja. Für einen Endgegner. Okay. Ich glaube, wir haben einen großen, großen Fehler gemacht, indem wir Kältebolzen, indem wir jetzt alle Sachen... Scheiße. Also Explosionsbolzen, zwei Stück. Wir werden... wir werden Granaten. Granaten werden wir noch auf die 4 legen. Und werden uns als erstes mit Explosionsbolzen über Wasser halten. Das ist ja jetzt nicht der fucking Ernst, ey. Vor allen Dingen, die Tür ist zu, dann kommt da ein Patient raus und dann ist offen, oder was? Run, boy, run. The science is... kann ich hier rein? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe Ihnen nichts getan. Nein, das war ein Bolzen.
Alter. Sie kommt immer weiter. Und sie ist verdammt schnell. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Außer wegrennen. Okay, ich gebe mir noch einen Versuch. Und zwar habe ich jetzt noch eine Idee. Eine Idee habe ich noch. Alter. The Last Chance. Okay, er hat dazwischen gespeichert. Okay. Ist natürlich fucking awesome. So, dadurch, dass er jetzt ja hier keine Möglichkeit mehr hat, hier reinzugehen. Was mache ich jetzt? Hier runter. Warum habe ich nicht gedacht? Alter, super laut die Musik. Echt, ich bin hier völlig am Schwitzen. Sieht man bestimmt gar nicht. Klar, ich habe jetzt noch Zeit, hier Bomben zu entschärfen, Bruder. Da sehe ich mich. Was willst du, verdammt? Run, boy, run. Verbrenn, 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 verbrenn. Anscheinend kann die über diese Leichen irgendwie sich teleportieren. Deswegen ist es anscheinend ordentlich wichtig, dieses Mistviech fernzuhalten. Genau! Sayonara, Bitch! Mach es doch noch beschissener! Verdammt! Das war knapp! Okay! Meine Damen und Herren! Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich hoffe, sie hatten Spaß. Und wir gucken, bevor wir jetzt hier Kacke hier beenden. Ach, schade. Ich dachte, hier wäre noch eine neue Waffe drin. Aber nein. Okay. Wir werden ab jetzt hier für die heutige Folge beenden. Und ich hoffe, ihr hattet heute Spaß beim Zuschauen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt The Evil Within. Bis dahin erstmal sage ich reingehauen. Tschüss. Myself within, darkness twisting me around. There is nothing.